Thank you.
Das habe ich gebraucht. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Aber sag schon, hast du etwas herausgefunden? Eine ganze Menge. Aber lass mich alles der Reihe nach erzählen. Zunächst einmal gibt es Neuigkeiten aus den verbleibenden galäischen Provinzen. Es ist überall zu Aufständen gegen die Besatzer gekommen. Allerdings nicht mit demselben Erfolg wie in Doma oder Alamigo. Besonders schlimm war es in Dalmasca. Die Galea haben die Königsstadt in Schutt und Asche gelegt. Als die anderen Provinzen davon erfuhren, kamen viele Aufstände zum Erliegen, aus Angst vernichtet zu werden. Aber noch haben nicht alle den Mut verloren. Der Gefangenenaustausch mit Doma hat bei vielen die Hoffnung geweckt, dass mit dem Kaiserreich zu sprechen ist. Die domanischen Ninja haben diese Nachricht bis in alle Winkel getragen. Ihre Kampagne war ein voller Erfolg. Wenigstens etwas. Es ist gut zu wissen, dass es noch andere gibt, die für ihre Freiheit kämpfen. Ich bin auf verschiedene aufständische Zellen getroffen. Sie alle kämpfen verbissen. Vor allem, weil die Eoseische Allianz die Gunst der Stunde genutzt hat und die Aufständischen bereits mit Waffen und anderem Kriegsmaterial beliefert. Das ist vor allem der Entschlossenheit von Nanamo und Kani Senna zu verdanken. Sie haben das Leid der migischen Flüchtlinge nicht vergessen. Man nennt die beiden schon die Göttinnen der Gnade. So viel zu den besetzten Gebieten. Richtig düster wird es aber, wenn wir über Garlemald selbst sprechen. Die Popularen haben ziemlich an Einfluss verloren. Kaum hatten Gerüchte über eine Primae-Beschwörung in Doma Garlemald erreicht, da forderten die Ersten schon eine härtere Gangart im Umgang mit den Provinzen. Dabei waren es doch gar nicht die Domane, die zu Kuyumi beschworen haben. Das alles war von Zenos geplant und Asahi hat es eingefädelt. Davon weiß in Garlemald aber niemand. Man schiebt alles den Domanern in die Schuhe, genauso wie Zenos es sich gedacht hatte. Dass Zenos in Alamigo ums Leben gekommen ist, wurde nie publik gemacht. Es heißt nur, dass er jetzt genesen und wieder in die Provinzen aufgebrochen sei, um die Aufstände niederzuschlagen. Dann geht das Morden also weiter. Er agiert in aller Öffentlichkeit. Wie kann es nur sein, dass niemand Verdacht schöpft? Der Ashian in seinem Inneren ist ein Meister der Täuschung. War es bei mir nicht auch so? Jetzt zu Alfinor. Die Ankunft eines Botschafters aus Doma müsste in der Kaiserstadt eigentlich für Gespräche sorgen. Ich habe aber nichts dergleichen gehört. Dann ist er noch nicht dort angekommen. Oder könnte es etwa sein, dass man ihn nach seiner Ankunft sofort eingesperrt hat? Eher Ersteres. Es gibt nämlich noch etwas. Deswegen bin ich auch so schnell wieder zurückgekehrt. Genau wie Riol und seine Leute habe ich eine Kontaktperle mit direkter Verbindung zu Alfino. Der Kontakt war eigentlich abgebrochen, aber plötzlich kam wieder eine Nachricht von ihm rein. Du hast mit Alfino gesprochen? Nein. Ich habe nur kurz seine Stimme gehört. Die Verbindung war sehr schlecht. Zwischen all den Störgeräuschen habe ich nur ein Wort ausmachen können. Kargland. Die Ödnis zwischen Utad und Ilsabad. Glaubst du, dass er dort in Schwierigkeiten geraten ist? Dann gibt es nur eins. Wir brechen sofort auf ins Kargland. Es ist möglich, dass er dort ist. Willst du die gefährliche Reise wirklich auf einen Verdacht hin antreten? Ich muss. Ich halte die Warterei einfach nicht mehr aus. Mein Bruder mag ja klug sein, aber er hat leider auch die Angewohnheit, den falschen Leuten zu vertrauen. Ich gehe. Und jetzt keine weiteren Diskussionen. Also gut, dann gehen wir zu dritt. Keine schlechte Gruppe für ein neues Abenteuer.